Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es die besten und die schlechtesten Dating-Orte überhaupt. Bezieht sich nicht nur aufs erste Date, aber auch hauptsächlich aufs erste Date. Fangen wir mit den schlechtesten Dating-Orten an. Ich bin mal ganz klischeehaft und beginne mit etwas, das ihr wahrscheinlich bereits wisst. Wenn ihr meinen Channel schon ein bisschen guckt, dann wisst ihr so ein bisschen was bereits. Und zwar ist der wohl mit Abstand klischeehafteste und schlechteste erste Datingort das Kino. Warum ist das so? Du kannst nicht mit der Frau reden, ihr könnt euch nicht weiter kennenlernen. Ihr braucht also bereits eine physikalische Verbindung zueinander. Also wenn ihr bereits was miteinander hattet und schon miteinander geredet habt, dann ist es natürlich in Ordnung. Dann könnt ihr gerne ins Kino gehen. Fürs erste Date ist das einer der schlechtesten Orte überhaupt. Und ich glaube, es machen mittlerweile aber auch irgendwie nur noch 14-jährige Kinder, die jetzt noch gar keine Ahnung vom Dating haben, dass sie ins Kino gehen. Auf jeden Fall der schlechteste Datingort überhaupt ist das Kino. Dann der zweitschlechteste Datingort, finde ich, für erste Dates, den auch ganz viele Leute nutzen, ist Essen gehen. Ich finde Essen gehen einfach nein, so, das taugt einfach nicht. Dann ist es all dieses, ich hole sie mit dem Auto ab und ich führe sie galant ins Restaurant und dann sitzen wir uns gegenüber und du kannst keinen Körperkontakt aufbauen. Und einfach diese ganze Atmosphäre ist irgendwie sehr ernst. Also das erste Date sollte im Optimalfall nicht ernst wirken, kein Date sollte ernst wirken, sondern spaßig, lustig, humorvoll. Und die Atmosphäre, die in einem Restaurant entsteht, ist meistens eher ernst. Da kommt es natürlich auch mal ein bisschen darauf an, in was für ein Restaurant du gehst. Es gibt natürlich Restaurants, die ein bisschen ernster an sich schon wirken. Wenn du ins Vier-Sterne-Restaurant gehst, wo alle Leute in Anzug sitzen und niemand lacht, weil die Leute wollen nicht beim Essen gestört werden, dann ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du, keine Ahnung, in den kleinen Taco-Shop, Taco-Laden nebenan gehst, wo die Mexikaner hinter der Bar ey, 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 oder was auch immer rufen. So, klar, ist natürlich eine andere Wirkung dann. Das muss man auch immer bedenken. Aber allgemein ist so klassisches Essen gehen nicht schlau. Da kannst du besser sagen, hey, guck mal, wir holen uns irgendwie da einen Döner, die haben einen geilen Döner, oder wir gehen kurz zum Mexikaner, holen uns da was für einen Weg und damit der Frau unterwegs sein, damit der Frau so ein bisschen die Stadt entdecken, die Stadt erkunden. Ja, und das führt uns auch zu einer der besten Date-Möglichkeiten für das erste Date, wenn du jetzt nicht gerade direkt bei dir zu Hause bist, und da komme ich gleich zu, ist, wenn du einfach mit der Frau wirklich unterwegs bist. Ja, wenn du nicht gerade in der kleinsten Stadt dieser Welt wohnst mit 10 Einwohnern, wo jeder jedes Haus schon mal auswendig kennt und das schon mal gemalt hat, weil man da gibt es nichts anderes. Wenn du jetzt nicht in der kleinsten Stadt der Welt wohnst, dann ist es immer geil, wenn du halt in der Stadt unterwegs bist. Ja, gerade jetzt hier in Berlin ist natürlich optimal. Hier gibt es immer wieder Ecken zu entdecken, die die Leute noch nicht kennen und die auch du noch nicht kennst. Und das ist das Allergeilste, weißt du. Ihr schnappt euch irgendwie, wie ich gerade gesagt habe, beim Dönermann um die Ecke oder beim Mexikaner um die Ecke schnell was zu essen, sowas Kleines. Und dann holt ihr euch noch beim Späti oder sowas zu trinken beim Supermarkt. Und dann seid ihr einfach ein bisschen in der Stadt unterwegs, ja, und erkundet so ein bisschen die Stadt gemeinsam. Und das ist halt mega geil. Dann kann man sich ein bisschen ans Wasser setzen, wenn es das bei euch gibt, oder kurz in den Park setzen und dann geht man wieder weiter. Und vielleicht kennst du diese Theorie, dass wenn du mehr Zeit mit der Frau verbringst an verschiedenen Orten, die Frau das Gefühl hat, sie kennt dich bereits länger. Ja, also wenn, das ist ja ganz klar, wenn du jetzt angenommen 4 Stunden mit einer Frau an einem Ort verbringst oder du verbringst 4 Stunden an 10 Orten, an 10 verschiedenen Orten, ja, weil du viel unterwegs bist, weil du viel mit der Frau gehst, dann hat die Frau natürlich ein ganz anderes Zeitempfinden. Sie hat natürlich das Gefühl, sie hat schon mehr mit dir erlebt, weil sie schon an mehr Orten mit dir war. Ist ja ganz klar. Wenn du jetzt mit einer Gruppe von Freunden auf den Himalaya steigst innerhalb von 2 Tagen oder du sitzt mit einer Gruppe von Freunden innerhalb von 2 Tagen in einer Wohnung, nach dem Himalaya-Trip habt ihr eine stärkere Verbindung zueinander, als wenn ihr 2 Tage in der Wohnung gesessen habt, obwohl es die gleiche Zeit war. Deswegen, das ist auch so eine Grundregel für Dates. Besuch einfach so viele verschiedene Orte wie möglich. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und deswegen so ein bisschen unterwegs sein, so ein bisschen so ein dynamisches Date, einfach was zu trinken holen, was kurz zu essen holen und dann unterwegs sein in der Stadt, ist eins der besten Dates, das du machen kannst. Einfach auch, weil es so dynamisch ist. Ja, wenn du dann unterwegs mal irgendwas siehst, wo du dir denkst, oh, das wäre jetzt natürlich geil, wenn wir da mal hingehen, ja, irgendwie zum kurz zum Minigolf oder, keine Ahnung, dann nochmal kurz Billard spielen oder was auch immer. Du siehst unterwegs, kannst du halt irgendwas sehen, wo du dir denkst, hey, es wäre cool, das jetzt spontan zu machen. Kurz ins Museum, wenn ihr beide drauf steht oder was auch immer es ist. Das ist halt das Geile, dieses Date ist dynamisch und du kannst es während des Dates gestalten. Vielleicht findest du raus, ah, sie mag das und das gerne, dann gehst du halt mit ihr da und dahin. Vielleicht kennst du diesen Ort, sie geht gerne Minigolf spielen, cool, ich kenne eine gute Minigolf-Anlage, gehen wir spontan hin. Wir sind ja spontan, wir haben ja kein Kino- oder Essensdate gemacht.
Und dann ist natürlich auch noch eine gute Idee fürs erste Date das klassische Kochdate. Das klassische Kochdate, das mache ich immer sehr viel, wenn du meinen Channel kennst, kennst du es bereits. Das zielt natürlich mehr darauf ab, schnell mit der Frau zu schlafen. Ja, da muss man unterscheiden. Wenn du das Ganze langsamer angehen willst, kannst du dich auch gerne mit ihr in der Stadt treffen. Wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt mehr Fokus auf schnelle Verführung, auf mit der Frau schlafen, dann machst du halt eher ein Kochdate. Bedeutet halt einfach, dass du die Frau anschreibst, sie fragst, hey, bist du eine gute Köchin, kochst du gerne? Cool, lass uns mal zusammen kochen. Wann passt es dir diese Woche? Dann schaue ich mal bei mir. Genauso kannst du es ihr schreiben, dann lädst du die Frau eben zu dir nach Hause ein und dann hast du sie direkt bei dir, ihr könnt zusammen kochen, esst zusammen und du kannst dann in den Sex übergehen, indem du zum Beispiel sie ein bisschen massierst und so weiter, weil wenn ihr schon zu Hause seid, dann ist natürlich die Sexmöglichkeit bereits da und das ist halt ziemlich einfach, wenn ihr unterwegs seid. Kannst du sie natürlich auch danach mit zu dir nehmen, aber da kann es dann immer so ein bisschen diese Hürde geben, so diese, okay, warum gehen wir jetzt noch zu ihm? Oh, es muss jetzt um Sex gehen. Aber wenn sie direkt bei dir ist und dann auch zum Kochen bei dir ist, dann gibt es diese Hürde natürlich nicht. Das heißt, die schlechtesten Date-Ideen, Kino und klassisches Essen gehen, macht es auf keinen Fall. Am besten, das ist immer das Beste, wenn du wirklich Anfänger bist, mach was Dynamisches. Hol dir was zu essen, was zu trinken mit der Frau, was Kleines, sei in der Stadt unterwegs, erkunde zusammen Orte, die ihr vielleicht noch nicht kennt und dann kannst du ganz dynamisch das Date immer so anpassen, wie es gerade passt. Du erlebst viele verschiedene Dinge mit der Frau, siehst viele verschiedene Orte und dann. So, jetzt hat mir mein Akku einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also du siehst viele verschiedene Orte mit der Frau, es ist dynamisch, du kannst das Date immer wieder anpassen, immer wieder so gestalten, wie es passt. Das ist also einer der, also eigentlich mein Haupttipp, meine beste Idee fürs erste Date ist ein dynamisches in der Stadt unterwegs sein Date. Klar, im Winter geht das schlechter, dann greifst du vielleicht eher auf sowas zurück wie von Location zu Location. Also erst holen wir uns da was Kleines, Cooles zu essen, dann gehen wir vielleicht hier kurz einen Cocktail trinken und gehen dann vielleicht noch da, keine Ahnung, Dart spielen oder Billard spielen oder kurz ins Museum oder gucken uns Ausstellung XY an oder was auch immer du dir da vorstellst. So, da bist du dann eher so in geschlossenen Räumen unterwegs, damit ihr euch nicht den Arsch abfriert. Aber auch das kann natürlich funktionieren. Und die andere Sache ist eben das klassische Kochdate. Wie gesagt, immer dafür besser, wenn du sagst, hey, es geht mir hier um schnelle Verführung, ich möchte mit der Frau schlafen. Das ist Ziel meiner Träume, das ist das, wo ich hin möchte. Dann machst du eher Kochdates, lädst die Frau direkt zu dir nach Hause ein und dann hast du sie bereits bei dir und das Ganze kann sehr schnell auf Sex hinauslaufen. Wenn du jetzt noch irgendeine Frage hast zum Thema erstes Date, irgendeinen Vorschlag, irgendeine Idee und auch einen Videovorschlag, nehme ich immer gerne an. Schreib es mir in die Kommentare rein. Ansonsten freue ich mich, dass du heute wieder dabei warst. Morgen sehen wir uns wieder, das weißt du ja bereits. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir geht es zum Coaching. Kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben im neuen Jahr. Und unten rechts geht es zu einem Video, das du schauen solltest, wenn dich dieses Thema interessiert hat. Ein weiterführendes Video, schau da unbedingt vorbei. Schön, dass du hier warst. Bis morgen. Ciao.